Wir können die neuere Geschichte der Wirtschaft und damit die Geschichte des Marketing in drei Epochen einteilen. Das Industriezeitalter, das Informationszeitalter und das Zeitalter der kreativen Gesellschaft. Betrachten wir uns zuerst das Industriezeitalter. Von der handwerklichen zur industriellen Produktion, technischer Fortschritt, Bevölkerungswachstum und Wachstum des Einkommens. Die Nachfrage überwiegt das Angebot, es herrscht also ein Verkäufermarkt. Jetzt sehen wir uns das Informationszeitalter an. Die Bedürfnisse werden differenzierter, Wünsche werden individueller. Es entstehen neue Kommunikationsformen, neue Medien kommen auf und die Digitalisierung erreicht alle Bereiche des Lebens. Die Märkte werden vernetzt und globalisiert. Nun überwiegt das Angebot die Nachfrage und es kommt zum Käufermarkt. Die dritte Epoche ist das Zeitalter der kreativen Gesellschaft. Streben nach Selbstverwirklichung, neue Werte und Verantwortungen, Kritik an der Globalisierung und Umweltzerstörung, Verfall traditioneller und historischer Strukturen. Jede Epoche hat ihre typischen Austauschprozesse und somit ihr typisches Marketing. Philipp Kotler unterscheidet daher in Marketing 1.0, Marketing 2.0 und Marketing 3.0. Marketing 1.0 ist das produktorientierte Marketing. Marketing 2.0 dagegen ist das bedürfnisorientierte Marketing. Unter Marketing 3.0 verstehen wir dann das wertorientierte Marketing. Bleibt also immer auf der hellen Seite des Marketings.